Das werde ich so Hunger bekommen, Leute. Ich werde es bereuen, aber egal. Die Essensvideos sind immer geil. Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Foodtour durch Frankfurt FM Bornheim Stadtline Represent. Willkommen in Frankfurt, alle. Herzlich willkommen im Video. Unsere erste Station für heute, Oben Ranch. Bald kommt auch ein Foodvideo von mir, aus England, wo ich Nandos essen war. Das kommt diese Woche noch, ja. Ich weiß noch nicht genau, wann genau. Ich muss gucken. Fahrrad von Tar hier war, hier ist der beste Burger in ganz Deutschland. Wie? Heute kein Döner? Was geht ab? Wie saftig der ist, Bruder. Mmh. Boah, der schmeckt brutal. Ich habe heute auch der Burger beste gegessen. Burger Deutschlands? Ganz, ganz locker Top 3 in Deutschland, Bruder. Sehr saftig, Brot ist sehr weich, Fleisch ist on point gegart. Das ist ein brutaler Burger. Champions League Walid? Mindestens Top 2 von Champions League. Boah. Sieht bisschen aus wie Hakimi, Alter. Oh, bin ich blöd. Sie hat bisschen Hakimi. Sieht bisschen aus wie Hakimi, oder? Boah. Top 2 von Champions League? Oben Ranch Burger, Fahrrad und die gerade von Champions League reden. Oh shit. Burger. Wir haben hier Pommes mit der hauseigenen Soße. Unsere Tour in Frankfurt geht weiter. Wir sind bei Köfte GOs. Und hier soll es laut Vater Tai den besten Köfte in ganz Frankfurt geben. Köfte? Jetzt gibt's Köfte zum Mitnehmen. Unsere Köfte kommen hier auf dem Grill. Von diesem Abel. Ey, voilà. Hi. Hallo. Unsere Köfte fangen hier an zu brutzeln. Wie sehen die denn aus, die Köfte, Alter? Ganz anders. Oder naja, ist Käse drauf. Okay, geil. Boah, ich hätte so Bock jetzt drauf. Ich habe heute schon Burger gegessen. Ich sage euch so, ich könnte jetzt auch nochmal Burger essen. Ich mein's ernst. Ich könnte jetzt auch nochmal Burger essen, Freunde. Juppie-Soße ist sehr geil, ja. Und wird ihr auf den Köln jetzt abgetupft? Hat jemand eine Flammparty bestellt? Scharfe Esme kommt hier drauf. Köfte isst man nur mit Zwiebel und Maidanus. Und ganz wenig Tomaten. Ein Boah. Bisschen scharf und fertig ist unser Köfte. Ey, so würde ich das genau nehmen. Keine Soße, das hier noch. Und boah. Köfte. Guten Appetit. Ich mag den Querschnitt, Ibo. Super saftig. Unglaubliche Zwiebeln, muss ich echt sagen. Super Zwiebeln. Unglaubliche Zwiebeln. Für mich ist das Wichtigste am Köfte die Zwiebeln. Stark. Du hast geredet wie eine Zwiebel. Oh, Wallet, Wallet. Oh, die Zwiebeln sind krass. Ist das ein Zwiebelvideo? Ey, ja. Wallet, bist du Marok? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ein guter Köfte in Frankfurt. Wir machen weiter. Ich liebe dich. Wie geht's? Ich liebe dich. Was macht ihr? Wir drehen ein Video heute in Frankfurt. Krass. Hast du einen geilen Laden für uns? Baguette. Ja. Dann, wir sehen uns. Auf die Jungs wird gehört, wir essen jetzt Baguette bei La Baguette und das soll sehr, sehr berühmt in Frankfurt sein. Das ist auf jeden Fall der Klassiker in Frankfurt. Also du sagst Baguette, wurde eigentlich in Frankfurt davon und nicht in Frankreich? Ich stimme da zu 1 Milliarde % zu. Was ist denn das für ein Baguette? Hühnchen, sehr saftig. Hier gibt es bei uns auch in Düsseldorf, das heißt Medina, da gibt es auch so Baguettes. Da habe ich aber vor 10 Jahren letztes Mal gegessen. Ich weiß noch, irgendwann in der Schulzeit. Richtig geile Würzung, Bro. Soßen, Salat, kommt sehr, sehr locker und sehr, sehr clean. Ibor? Das essen die alles an einem Tag, ne? Das ist so krank, was die da essen. Oh, was sagst du, Cousin? 1,5. Nur 5 Euro. Auch die Schüler in Frankfurt werden hier satt für 5 Euro. Kommt hier ein Baguette essen. Baguettes sind lecker. 5 Euro ist okay. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Hotdog auf der Straße von Frankfurt. Wo kommen Sie, Bruder? In Berlin gibt's sowas nicht. Wow, 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 wow. Brötchen mit Ketchup, eine Wurst rein. Oh, yeah. Am Ende verarschtes Schweinefleisch. Ja. Was gibt's Schöneres als ein Brötchen mit Sausage und Ketchup? Oh. Mm. Ich schwöre, das habe ich auch gestern noch gegessen. Gestern habe ich mir Sausage gemacht vom Türken. So geil, Alter. Leckere Sausage, die sind so lecker. Das ist ein gutes Hotdog-Brötchen. 3, 2, 1. Will you what? Ba 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 bubblegum. Oder was ist das? Bubble time. Ba 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 bassassin. Ich hab so Hunger jetzt, Alter. Ich wollte schon immer frische Ananas in Frankfurt essen. Ich liebe Ananas, ohne Spaß. Ich liebe Ananas. Ananas ist echt geil, Mann. Frische Erdbeeren. Ich weiß, bei mir im Dönerladen hängt ein Foto, ne? Ja. Für mich ist es so wie ins Bonbons, die auf Bäumen wechseln. Aber findet ihr nicht, Leute, wenn ihr Obst im Ausland isst, in der Türkei oder in Griechenland oder so, es schmeckt einfach ganz anders als in Deutschland, ne? Es schmeckt viel krasser, viel besser. Ist Obst, so wie Bonbons, die auf Bombs wechseln. Was? Wir sind bei Pizza Petro und laut Fahrrad von Tahir, der schon mal hier war, ist das die berühmteste Pizza in ganz Frankfurt. 4 Uhr morgens, Pizza Petro. Was um 4.30 Uhr? Ja, das kann schon nicht gut sein. Pizza um 4 Uhr morgens, also das ist dann eine richtige Altstadtpizza. Wenn du feiern warst, danach noch eine Pizza isst und ein bisschen Rille bist, dann schmeckt die sowieso gut. Unsere Pizzen kommen in diesen schönen Stein. Da kommt Özgür, der Schlawiner, was, weil das nicht importiert wird und die das dadurch nicht einfrieren müssen, okay? Ja, das ist schon echt krass, wie lecker das ist, ey. Ja, habe ich auch noch gespielt, Blakes, ja.
und werden hier schön gebacken. Sucuk, the best and complete. Boah, Pizza Sucuk hätte ich jetzt auch Bock. Happy Birthday. Wisst ihr noch meine Pizza Sucuk, die ich bestellt habe? Ja, man, Tomate in der Türkei sind ganz krank. Geburtstagskuchen, ja. Eine Geburtstagspizza. Ey, kann den Geist. Boah, sieht echt geil aus. Das, meine Damen und Herren, ist der Klassiker in FFM. Mit Oregano. Magst du viel Tabasco oder wie bist du so zu Tabasco? Ich bin Tabasco. Okay, Bruder, übertreib die Lage nicht. Brennt doch der Arsch, Alter. Ist ein Oregano? Jelle. So stelle ich mir die perfekte Pizza vor, Fadat. Nein, es gibt krass, viel bessere. Die Tomatensauce, der dünne, knusprige Teig, Sucuk, der geile Käse. Ich fühle diese Pizzen viel mehr als diese original italienische Pizzen, Bruder. Na, Bruder, so eine original napolitanische Pizza, da geht nichts drüber, ehrlich. Wenn die so richtig geil ist, mit geilem Käse, dieser knusprige, dicke Rand. Mmh. 9 von 10. Das ist krass, Digga. Yalla, Walid. Wenn mich einer fragt, beschreib einen Marokkaner mit einem Bild. In Frankfurt gibt es gefühlt an jedem Kiosk Shizan Mango. Also sagst du, wenn ich ein Lied jetzt nicht aufmache, dann zeig mir dieses Trinkbäckchen, welches Lied das ist? Ja, Shizan. Oh mein Gott, nein. Warte. Hat er nicht gesagt. Oha, er hat gefunden, Bruder. Krass, hat jemand Familie gesagt? Ey, so viele Fahrrad. Es geht zu weit runter. Freunde, unser nächster Spot, 3 Streifen in Frankfurt. Der Laden wurde mir oft vorgeschlagen und jetzt sind wir hier. Hä, 3 Streifen, Adidas oder was? Oh. Doch da, meine Damen und Herren, wir haben hier Currywurst mit Pommes. Hat Imbissbuden-Vibes. Kommen wir zum Sandwich. Das Brot ist weiß sein Vater. Das ist es? Das ist es. Ich muss sagen, was Sandwiches angeht, hat Frankfurt es auf jeden Fall drauf, oder? Safe. Mmh. Oh, geil. Marokkaner kennst du schon. Hey, what redis? Ein schöner Marokkaner. Richtig lecker. Mit Käsesulze hier. Kann man sehen. Ketchup. Ulaylapsa, Papa Noel, Techta. Ulaylapsa, Papa Noel, Techta. Eine Premiere auf dem Kanal. Heute essen wir zum ersten Mal afrikanisch. Wir sind so, eine Arbeit. Premiere auf dem Kanal. Heute essen wir zum ersten Mal Schweinefleisch. Damen und Herren. Nee, Mann. Chicken Strips auf afrikanische Art. Ah, Fufu. Hat jemand schon mal Fufu gegessen? Pakistaner kennt schon. Ich glaube, das ist das Beste, was ich hier in Frankfurt gegessen habe. Wir essen zum ersten Mal Fufu. Ich glaub, das ist Afufu, ey. Gericht, kann das sein? Ja. Afufu. Afufu, ey. Hat einen sehr neutralen Geschmack. Die afrikanische Küche überrascht mich, Bruder. Wow. Das ist einfach Vater sein Cousin, Bruder. Sorry. So, da haben wir den Reis und Osan nimmt diesen Reis in die Hand, meine Damen und Herren. Tüdelü mit Reis. Das, worauf wir gewartet Mutumba. Haben. Mutumba. 1, 2, 3, 4, 6 Mal schon gekaut, meine Damen und Herren, innerhalb der letzten 10 Sekunden. Der macht einfach Commentary, macht Let's Play. Sehr verdächtig, schaut er sich diesen Reis an, lachen. Lacht er, weil ihm das. Wie kann man so viel essen, ne? Das ist so gestört, ey. Das ist witzig. Hier die Antwort. Schmeckt gut. Ey, wow, das ist Frankfurt. Der Brill kommt einfach ohne Fragen in einem Gabel. Dschungel. Wir sind bei Bergas Baklava und hier gibt's Baklawi. Hat jemand Zwillinge bestellt? Baklava ist so geil mit. Oh nein! Oh, diesem Eis da drinnen, ne? Das ist so krass, Alter. Und doch da, meine Damen und Herren, guckt euch mal diese Mona Lisa hier an. Boah, sieht das gut aus, Digga. Mit Eis noch. Oh, auf. Du kannst doch kein Marokkanisch, was machst du? Okay. Sabse achi baklava. Baklava. Was meint der Farad? Er hat gesagt, bedamni und ne. Kein Nack heißt das Eis, kein Nack. Boah, was ist das denn, Farad? Esma. Was hat Esma damit zu tun? Was ist das denn? Ja, wisst ihr, was ich letztes Mal neu für mich entdeckt habe? Ich hab's ehrlicherweise bisher nur einmal in meinem Leben gegessen und ich hatte es irgendwie nicht so gut in Erinnerung. Künefe, kennt ihr Künefe? Das ist so krank, Alter. Auch mit Eis und warm und so, das ist zu krass. Wirklich, ich bin da richtig drauf hängen geblieben, ne? Das war so lecker. Lecker, lecker. Künefe, richtig geil, sagt der Manfred. Manfred 27. Boah. Das hat mir keiner gesagt. Mmh. Süß, knusprig, schokoladig, geil, Bruder. Also sagst du perfekt. Keiner ist perfekt. Unser letzter Spot für heute. Balkan-Food. Futur Grillspezialitäten. Rein mit uns und dann rein damit. Unser Cevapcici. Oh mein Gott, ist bereit. Boah, ist auch geil, Cevapcici. Grüße an alle Balkanländer. Krank. Cevapcici, beste Wir Leute. Wir nehmen diese Avia-Soße, machen die auf Brotcousin. Ja, ja, Aiwa ist das, oder? Heißt das nicht Aiwa? 10 von 10. Ja, ja, Mann, genau so. Willkommen zum Ende unserer Folge. Genau so. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Aiwa. Spaß, oder verdammt? Unglaublich Aiwa. Spaß. Ey, sollen wir was essen gehen noch? Sehr viel Spaß.
Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch mehr aus anderen Städten sehen wollt, dann kommentiert jetzt, in welche Stadt wir als nächstes gehen sollen. Abonniert den Kanal, wird uns sehr freuen. Kommen wir nach Düsseldorf, Bruder. Dann gehen wir mal zusammen hier essen. Kakao. Ab in Düsseldorf essen.